Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Heute ist ein ganz spannender Tag für mich, ein sehr, sehr spannender Tag. Und was der mit der Farbe Königsblau zu tun hat, das werdet ihr in den nächsten Tagen noch erfahren. Auf jeden Fall möchte ich euch heute etwas ganz Besonderes zeigen, nämlich wie ihr so eine Pusteblume, ihr kennt das vielleicht von den Williams-Christbirnen, die wachsen ja so ins Glas rein und ich halte sie mal ein bisschen näher hin, dann seht ihr sie auch ein bisschen besser. Und ich möchte dir heute zeigen, wie du so eine wundervolle Pusteblume für dich hier in einem Glas konservieren kannst. Quasi als Wunscherfüller zum Verschenken. Also, das heißt, die Pusteblumen wünscht dir was? Die möchte ich dir jetzt dauerhaft geben. Und warum das so spannend ist, das sage ich dir jetzt dann gleich noch zum Ende des Videos und dann führe ich dich wieder in den Garten. So, dann zeige ich euch jetzt, wie ich die Pusteblume konserviere. Das ist wirklich eine super einfache und schöne Geschenkidee und ich habe das für einen besonderen Anlass und das verrate ich euch aber erst am Ende des Videos. Also, ihr braucht dazu ein Glas. In meinem Fall habe ich gleiche Gläser genommen, weil ich das ein bisschen öfter benötige. Ihr könnt aber jedes einfache, herkömmliche Glas nehmen. Dann braucht ihr so einen Steckschaum. Dann braucht ihr eine Pusteblume. Und zwar nehmt ihr die Pusteblume so, ich halte es euch hier mal in die Kamera. Also die sollte hier oben schon so ein bisschen weiß rausschauen. Und dann braucht ihr einen Draht. Ja, ich habe dann hier so ein Bändel, das lege ich mir genau hier um die Größe herum von dem Glas, weil ich hier dann mein Schleifchen drumherum machen möchte, ja. Und dann habe ich hier noch meinen Goldfaden und an dem möchte ich dann hier meinen Wunscherfüller hier noch festmachen, ja. Das sind alles die Dinge, die ihr hier dafür schon mal braucht. Schneide ich mir auch schon mal gleich ab. Und dann kann ich mir das hier auch schon gleich einfädeln, meinen Wunscherfüller. Also das ist wirklich eine super, super einfache und schöne Geschenkidee und kommt definitiv immer gut an. So, da mache ich jetzt hier meinen Knoten rein. Und das kommt auch mit hier herum. Und ich möchte das ein bisschen mit meinem türkisfarbenen Band hier mit verknoten, so dass das hier ganz einfach mit drum herum ist. So viel also dazu, wie ich das hier unten um das Glas herum mache. Und jetzt starten wir mal damit, wie wir die Pusteblume da reinbekommen. Ihr kennt das ja sicherlich, ihr braucht noch eine Heißklebepistole. Also ich nehme eine Heißklebepistole. Ihr könnt es natürlich auch mit doppelseitigem Klebeband versuchen, wenn ihr keine Heißklebepistole habt. Aber ich habe eine und deswegen mache ich das damit. Also ich klebe mir jetzt hier auf meinen Steckschaum von der Heißklebepistole den Kleber drauf, mache das hier auf den Steckschaum und klebe ihn hier direkt in die Mitte. So, dann mache ich meine Heißklebepistole auch gleich aus, weil ich benötige die jetzt nicht ein weiteres Mal. So, und dann solltet ihr natürlich abmessen, wie hoch darf denn das Ganze im Glas sein. Also ihr kennt es ja sicherlich von diesen Birnen, von diesen Williams-Christ-Birnen, die ins Glas reinwachsen und den gleichen Prozess, den machen wir jetzt hier an der Stelle mit unserer Pusteblume. Ihr nehmt jetzt den Draht und den Draht steckt ihr wirklich ganz wichtig in den Kopf von der Blume mit rein. Ihr seht es jetzt nicht, weil ich den hier oben ja nicht raus haben will, aber ihr geht wirklich bis in den Kopf rein
Und dann könnt ihr das untere Stück hier dann abknipsen und dann steckt ihr das hier hinein. Also einfach in den Steckschaum mit hineinstecken, ja? Das bleibt dann da so stehen. So, und jetzt wollen wir das Ganze natürlich ein bisschen verzieren. Und ich habe mir dafür so ein bisschen Islandmus geholt, getrocknetes. Das finde ich von der Farbe her recht schön. Und das habe ich übrigens beim Teddymarkt gekauft. Das setze ich mir jetzt also hier rein, um meine Pusteblume herum. Man könnte das jetzt natürlich auch wieder ankleben, aber das braucht es an der Stelle nicht. So, dann habe ich getrocknete Blütenblätter und ja, dann nehme ich jetzt mal hier gerade den Zeitungsausschnitt hier. Und jetzt habe ich hier ein getrocknetes Rosenblatt. Das war eine gelbe Rose. Die gelbe Rose hat an der Stelle für mich auch eine Bedeutung. Und dann, weil die steht für Lebensfreude, nicht für den Neid, sondern für die Lebensfreude, dann nehme ich türkisfarbene Stempelfarbe. Also ich nehme gerne die von Versafin. Und dann kannst du ja einfach mit einem Motiv deiner Wahl, ich mag jetzt hier diese Kringels, und damit bestempel ich jetzt hier den Flügel, damit er nicht ganz so nackig ausschaut. Und ich distresse den auch noch ein bisschen um den Rand herum, damit das ein bisschen mehr ja, hier sich hervorhebt. Also mir gefällt es ganz gut. Und du kannst natürlich nehmen, was immer du zur Hand hast. Bei mir sind es jetzt halt diese Schmetterlinge geworden. So, und das hier, da habe ich meinen Lieblingsstempel. Der heißt Liebesbrief und der passt jetzt ganz gut dazu. Und da nehme ich jetzt hier mein... Ups, so, da siehst du es. Der heißt Liebesbrief. Und es ist einer meiner Lieblingsstempel, ein Holzstempel. So, und da nehme ich jetzt das schwarze Stempelkissen. Und jetzt bestempel ich hier einfach mein Blatt. So, jetzt müsste man sich nur merken, wo man jetzt gerade hingestempelt hat. Genau. So, und dann ist hier jetzt der Schriftzug ein bisschen mit drauf. Das Blatt lege ich mir jetzt hier mit rein. Und den kleinen Schmetterling. Ja, und ich finde, ein bisschen Glitzer geht immer. Und deswegen kommt das hier mit drauf. So, und nun setze ich hier einfach mein Glas drauf. So, jetzt sehe ich hier, ich muss da ein bisschen mehr den Abstand zu dem Glas nehmen, weil sonst wird meine Pusteblume vermutlich direkt an das Glas herankommen. Also setze ich sie ein Stück weiter nach hinten. Also das bitte einfach ausprobieren, wenn ihr dann das Glas drauf habt. Und natürlich auch ein bisschen hier die Wuchsrichtung von eurer Sonnenblume anschauen. So, jetzt kann da nichts mehr schief gehen. Jetzt ist es da drin und jetzt heißt es abwarten. Also ihr seht das jetzt hier, da ist meine Pusteblume drin und jetzt warten wir bis morgen früh und dann wird sie aufgegangen sein und dann kann ich euch zeigen, wie das Ganze dann fertig aussieht. Also bis morgen dann. Also ihr müsst nicht bis morgen warten, ihr seht es natürlich schneller.
aber ich muss jetzt diese kleine Pause hier reinmachen. Tja, und schaut mal, tada! Also, ich habe sie tatsächlich, so wie ihr es gesehen habt in dem kleinen Tutorial, sie ist gewachsen. Und zwar war sie schon am nächsten Tag tatsächlich hier am Sprießen im Glas. Und ihr seht, ich kann das hier so ein bisschen drumherum bewegen und es passiert nichts. Ich habe 30 von diesen Gläsern gemacht. Jetzt denkt ihr euch, spinnt die? Wieso macht die 30 Gläser davon? Die brauche ich. Ich brauche diese 30 Gläser für einen ganz besonderen, magischen, gigantischen, freudvollen, galaktischen, sensationellen Anlass. Und er wäre, tada, ihr seid quasi heute live dabei. Nein, live dabei seid ihr nicht. Aber heute ist mein Hochzeitstag. Das heißt, ich werde heute heiraten. Wenn ihr jetzt dieses Video anschaut, dann bin ich noch ganz normal Regina, also Regina Hüblein. Regina werde ich auch danach bleiben. Aber ab 14 Uhr heute habe ich einen anderen Namen. Und ich habe mir gedacht, für dieses Video übe ich das schon mal, weil dann heiße ich Regina Millig. Ich muss echt mal für mich so spüren, wie fühlt denn sich das an? Ich glaube, das fühlt sich ganz gut an. Und Wünsche können sich erfüllen. Wir haben uns letztes Jahr den Wunsch erfüllt, hier mit dem Haus, mit unserem kleinen Garten und mit Ruhe und ja für uns sein, nach diesen nicht so dollen Erfahrungen, die wir hatten. Der eine oder andere, der mir auf Facebook folgt, der weiß, dass es nicht so wirklich toll war, die 2 Jahre davor. Und jetzt ist alles anders. Also jetzt ist tatsächlich alles anders. Wir haben tolle Nachbarn, wir wohnen in einer wundervollen Gegend. Ihr seht es ja immer, wenn ich hier an den Weihern spazieren bin. Noch ist unser Katzensicherheitsnetz, was da hinten hin soll, noch nicht da. Also wir haben das tatsächlich jetzt erstmal nur hier so ein bisschen bei uns an der Terrasse dran. Aber wenn ihr das Video anschaut, wird auch das schon vorhanden sein. Was wird sich noch verändern? Es wird sich noch verändern, dass sich die Inhalte auf diesem Kanal verändern werden. Keine Angst, ihr werdet natürlich schon noch was mit Kreativität von mir mitbekommen, weil Lebensfreude durch Kreativität ist ja quasi mein Motto. Als Schatzfinder-Coach möchte ich dich aber auch darin unterstützen, wie kannst du zu deiner Essenz, zu deinem wahren Kern wieder zurückfinden. Und in der Mehrheit sind es ja tatsächlich Frauen, die mir hier folgen auf meinem Kanal. In der Mehrheit sind wir auch so ungefähr in meinem Alter, also wie ein guter Wein, ja, so mittlerer Jahrgang, sage ich jetzt mal, so mit Mitte 50. Und ist nicht schlimm, wenn du älter bist und ist auch nicht schlimm, wenn du jünger bist. Mir geht's einfach darum, dir hier in der Zukunft viel mehr Coaching-Inhalte zu zeigen. Das ist ja eigentlich das, weswegen ich 2017 tatsächlich nochmal die professionelle Coaching-Ausbildung gemacht habe. Gecoacht habe ich schon immer, aber ich wollte es einfach, ich tick so, ich muss dann immer was Professionelles draufsatteln, damit sich das für mich stimmig anfühlt. Das können andere anders machen, aber für mich fühlt sich's nur dann stimmig an. Das ist halt einfach so bei mir. Ich lerne auch gerne. Sagt das nicht euren Kindern, die vielleicht nicht so gerne lernen. Und ich möchte euch von meinem Wissen mit einen großen Teil mitgeben. Das heißt, ihr werdet auf meinem Kanal in der Zukunft ein paar Anregungen bekommen, wie ihr mit mehr Leichtigkeit durch die Kreativität unterstützt, durch den Alltag kommt, wie er auch dahinter kommt, was macht denn mich als Person eigentlich aus? Wer bin ich denn eigentlich so hinter meiner Mutterrolle, wenn die Kinder aus dem Haus sind? Oder was, wenn ihr gar keine Kinder habt, so wie ich? Boah, da gab es echt Zeiten, da hatte ich so eine Frage über meinem Kopf, ne? Ui, und wenn ich dann mal irgendwann von dem da oben abkommandiert werde und der sagt, hier Regina, du kommst jetzt mit nach oben und du setzt dich hier mit mir zusammen auf die Wolke, dann gucke ich da nach unten und denk mir, was ist denn da jetzt von mir noch? Keine Nachfolger? Ich habe mir natürlich auch die Frage gestellt, wie würden denn so Nachfolger von mir aussehen, ja? Wie viel hätten die denn von mir, von Regina oder von dem entsprechenden Mann? Eine Frage, die ich euch nicht beantworten kann, weil das nicht passiert ist.
Und natürlich gab es Situationen in meinem Leben, wo ich echt damit gehadert habe und mir gedacht habe, boah, echt scheiße, ne? Du sollst ja irgendwie so den weißen Zaun, den Hund, Haus, Kind, Baumpflanzen etc. Okay, das mit dem Garten haben wir hinbekommen, weißen Zaun haben wir nicht. Hund hat auch nicht so ganz geklappt, wir haben zwei Katzen, also es war schon immer alles anders. Und das mit den Kindern hat bei mir auch nicht geklappt. Aber deswegen bin ich genauso wertvoll wie eine Frau, die Kinder geboren hat. Und genau dieses Gefühl, wie sich das aber angefühlt hat, ich weiß ganz genau, wie sich das angefühlt hat in den Momenten, wo ich mir gedacht habe, boah, du bist nichts wert für diese Gesellschaft, weil du ja nicht der Norm entsprichst, weil du ja nicht dein Soll erfüllt hast. Ich weiß es ganz genau. Und da kommen so viele Fragen und gerade so in der Lebensmitte, also ich werde dieses Jahr noch 55 und in dieser Lebensmitte, da kommt ganz oft die Frage auf, hey, was ist denn eigentlich mein Kern? Wer bin ich denn? Was bleibt von mir? Was macht mich denn überhaupt aus? Und wie schaffe ich es, mehr Sinn in mein Leben zu bekommen? Und wie schaffe ich es, mich aus den alten Dramen rauszulösen, die mir irgendwann auferlegt wurden, die gar nicht meine sind, also quasi Anhaftungen? Ihr wisst, ich bin auch Feldleserin. Das heißt, ich kann auch über diesen Bereich da bei euch reinschauen mit Blitzreadings und dergleichen. Und ich werde, ja, die komplette Coaching-Seite wird umgestaltet. Es wird kein Getrenntsein mehr geben. Leuchtturm-Coaching und Training und der Kreativmanufaktur-Club waren getrennt. Und ich habe diese Trennung auch bewusst auf meinen Seiten gemacht, weil mein Glaubenssatz damals war, ein seriöser Coach, der malt da nicht irgendwie so vor sich hin. Der ist nicht bunt. Der muss seriös sein. Also quasi so, ja, wie eigentlich auch in meinem Versicherungsjob, wo es früher so war, dass du mit Kostümchen und mit hohen Schuhen, das hat bei mir nie geklappt mit den hohen Schuhen, ich bin immer hängen geblieben im Kopfsteinpflaster, da gab es immer so ein Bild von außen, wie das so zu sein hat, ja. Und mit so einer Farbe, Gott bewahre, hätte ich gar nicht in den Außendienst gekonnt am Anfang meiner Ausbildung, weil das tut man nicht. Es war nur ein bisschen blöd, weil ich habe schon immer solche Farben getragen und habe das auch schon immer getan. Und das wird Thema meines Kanals sein, das wird Thema meiner Coachings sein, dass ich dich Stück für Stück wieder dazu zurückführe, dass du deine eigenen Schätze in dir wiederfinden kannst. Und das mache ich mit der Unterstützung der Kreativität, mit der Unterstützung der Intuitivität, mit meinen persönlichen Erfahrungswerten, ja, mit meinen Ausbildungen, und mit ganz viel Spiritualität und altem Wissen. Denn auch das hatte ich bis vor ein paar Monaten echt so unter den Mantel des Schweigens, unter so einem grauen Mantel gepackt, ne? So wie der Eremit. Also du hast es praktisch unter deinem grauen Mantel und darunter sind aber dann die leuchtenden Farben. Du darfst leuchten und du darfst auch leuchten. Es wird Zeit, diesen grauen Mantel zu lüften und zu schauen, welche Perle, welcher Diamant, welcher Schatz aus dir da zum Vorschein kommt. Und heute werde ich meinen persönlichen Schatz heiraten. Und ihr werdet dann in der Zukunft ja vielleicht auch noch ein paar andere Bilder sehen. Also heute werde ich erstmal nicht mehr online sein, aus verständlichen Gründen. Ich werde heute auch keine Antworten in irgendeiner Form auf den Kanal geben können. Aber ich freue mich natürlich, wenn ihr bei mir bleibt, wenn ihr sagt, ja, ich finde es cool, wie Regina sich hier neu erfindet. Also hey, Madonna-Fans, Madonna hat sich ständig neu erfunden. Und ich bin zwar nicht Madonna, sondern Regina, aber ich darf mich auch neu erfinden. Und besser gesagt, nee, ich darf mich nicht neu erfinden. Oder ich erfinde mich nicht neu, sondern ich komme wieder zurück zu mir selbst. Und das ist ein ganz, ganz großes Geschenk, zu dir selbst wieder zurückzukommen. Und das Geschenk solltest du dir selber auch gönnen. Und dazu in Kürze viel, viel, viel mehr Informationen. Und wenn ich dann den richtigen Namen gefunden habe, wie ich dann mein Coaching dann nennen werde und wie ich auch meine Firma dann nennen werde,
dann wirst du das natürlich erfahren, wenn du weiterhin mich hier abonnierst. Und wenn du auch meine Newsletter, den lasse ich nämlich vom Namen her so bestehen. Weil den Namen finde ich nach wie vor cool. Also tschüss, bis dann, deine Regina. Und jetzt nicht mehr Regina Hüblein, sondern Regina Millig.